Eine VR-Brille selber bauen, Gegenstände ganz nah fotografieren können oder eine Navi-Halterung fürs Auto bauen. Heute für euch 8 coole Smartphone-Lifehacks. Los geht's! Nummer 8. Ihr habt eine Handyhülle und wollt diese stylisch aufpeppen? Kein Problem. Hierfür benötigt ihr lediglich eine Laminierfolie, ein Handy, ein Case, Babyöl und etwas Backpapier. Als erstes legt ihr das Case auf das Backpapier und zeichnet die Linien nach. Nun schneidet ihr das Stück aus und legt es anschließend zwischen die Laminierfolie. Jetzt das Ganze mit einem Bügeleisen erhitzen und die Stelle mit dem Backpapier umschneiden. Nachdem ihr das gemacht habt, müsst ihr die Folie wieder aufschneiden, um nun eine Flüssigkeit aus roter Lebensmittelfarbe und Babyöl hineinzugeben. Jetzt wieder erhitzen, damit die Folie geschlossen bleibt und fertig. Und die Nummer 7. Jeder von euch kennt das. Man möchte etwas auf seinem Smartphone zeichnen, doch die Finger sind einfach viel zu fett dafür. Jetzt wäre ein Stift genau das Richtige. Wieso also nicht einfach selber einen bauen? Rollt einen beliebigen Stift in etwas Alufolie ein und drückt anschließend die Enden ordentlich zusammen. Und schon habt ihr euren eigenen Smartphone-Stift, mit dem ihr nun euer Handy ganz bequem bedienen könnt. Und keine Sorge, dieser Stift zerkratzt euer Display ganz bestimmt nicht. Weiter mit der 6. Für einen gemütlichen Videoabend wäre ein Beamer ideal. Und so geht's. Ihr benötigt einen möglichst großen Schuhkarton. Schneidet zunächst wie im Video gezeigt die Laschen ab. Anschließend nehmt ihr euch eine Lupenlinse zur Hand, die man schon für wenig Geld im Bastelgeschäft bekommt, und zeichnet die Konturen nach. Jetzt schneidet den Kreis aus und klebt die Linse gut mit Klebeband fest. Baut euch jetzt mit Bleistiften und Gummibändern eine Handyhalterung. Als letztes müsst ihr nur noch stiftbreite Linien in den Deckel schneiden, damit ihr die Halterung in den Karton stecken könnt und gleichzeitig der Abstand zwischen Handy und Linse verstellbar bleibt. Handy rein und fertig. So lässt sich doch jeder Videoabend genießen. Und die Nummer 5. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist und noch einmal die Route mit seinem Handy nachschauen möchte, muss man entweder rechts ranfahren oder man bringt sich und die anderen in Lebensgefahr. Hier also ein einfacher Trick, um das zu umgehen. Nimm dir hierfür einfach ein Gummiband zur Hand und stecke es, wie im Video gezeigt, zwischen die Lüftung. Nun musst du nur noch dein Smartphone daran befestigen und schon kannst du immer wieder auf die Karte schauen, ohne die Straße aus den Augen zu verlieren. Nummer 4. Bauen wir nun ein Hologramm. Zeichnet hierfür ein Trapez mit den Maßen wie im Video. Anschließend legt ihr eine CD-Hülle über das Trapez und schneidet die Form vorsichtig mit einem Cuttermesser aus. Das macht ihr jetzt ganze 4-mal. Nachdem ihr das getan habt, klebt ihr wie im Video gezeigt die einzelnen Trapeze zusammen. Am Ende sollte es dann so aussehen. Nur noch ein Hologrammvideo auf YouTube raussuchen und die Pyramide auf das Handy stellen. Und fertig ist euer Hologramm. Weiter mit der Nummer 3. Ihr wollt in eurem Zimmer ein gemütliches Licht haben, doch die Lampen sind einfach viel zu grell? Auch hier haben wir einen Trick für euch. Schaltet einfach eure Handylampe ein, legt das Handy auf den Tisch und stellt nun eine Wasserflasche auf die LED. Durch die Reflexionen im Wasser erzielst du so ein gemütliches Licht, das keinesfalls stört. Dreht ihr nun die Flasche um 180 Grad, bekommt ihr sogar farbiges Licht. Das ist nice. Nummer 2. Man muss sich nicht extra eine teure Makrolinse kaufen, um tolle Nahaufnahmen mit dem Handy machen zu können. Nein, es reicht schon ein einzelner Wassertropfen, den du vorsichtig mit deinem Finger auf der Handylinse platzierst. Und schon kann es losgehen mit der Fotografie. Schaut euch an, wie nah wir an den Schwamm kommen oder hier an die Haare. Einfach verblüffend, oder? Und schnell nachzumachen. Und damit wären wir bei der Nummer 1. So langsam sind Virtual Reality Brillen immer mehr gefragt. Doch 100 bis 600 Euro auszugeben, um in den Geschmack einer VR-Brille zu kommen, ist dann doch vielleicht etwas zu viel. Druckt euch einfach unsere Vorlage aus, die wir euch in die Videobeschreibung gepackt haben, und schneidet diese anschließend aus. Danach
Danach klebt ihr die ausgeschnittenen Formen auf Pappe und schneidet diese dann erneut aus. Nur noch alles zusammenstecken, sogenannte Open-Dive-Linsen hineinstecken und schon steht deinem Sprung in die virtuelle Realität nichts mehr im Weg. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns eine positive Bewertung da und teilt das Video mit euren Freunden. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bleibt gesund. Peace out.